Hallo Freunde der Filmunterhaltung und herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung von dem Film Das erste Omen. In diesem Film geht es um Margaret. Sie möchte gerne ein Leben als Nonne führen und fliegt von USA nach Italien, um sich dort einen bestimmten Orden anzuschließen. Anfänglich geht sie noch mit einer Ordensschwester noch ein bisschen raus und ähm, will noch so ein bisschen noch ein bisschen die Welt erkunden. Sie ist eigentlich überhaupt nicht so der Typ dafür. Aber. Sie geht dann mit dieser Ordenschwester hin und ähm, ja geht dann halt auf, auf einer Party, bevor sie dann ihr Leben komplett ihren Glauben widmet. Und ja, und in diesem Orden passieren so ein paar Dinge, die sie, auf die sie trifft und ähm, die sie sieht, die sie mitbekommt, mit der sie so irgendwie gar nichts anfangen kann und die auch ziemlich unchristlich sind. Und ja, sie geht den Ding ein wenig auf die Spur, was sie vielleicht besser gelassen hätte. Ja, so viel, um nicht zu viel zu verraten. Ähm, das erste Omen ist das Prequel zu Die Das Omen Reihe. Ja, man hat dazu echt mal ein Sequel gemacht, um halt ähm, die Geschichte von Damien, beziehungsweise die Vorgeschichte, bevor Damien geboren wurde, halt bisschen zu beleuchten. Im, ähm <laughs> Ma Maria wird gespielt von Nail Tiger Free. Ein sehr interessanter Name, muss ich übrigens sagen. Ähm, die kennt man zum Beispiel aus Life in Space oder teilweise auch aus Game of Thrones. Die macht eine schauspielerische, absolut grandiose Leistung. Also, wie die diese Rolle spielt, ist wirklich sehr, sehr, sehr einzigartig. Und. Auch diese verschiedensten Facetten zwischen Angst, Freude, dies, das und so, das macht sie 100%ig. Aber das ist für mich eigentlich gar nicht das Highlight des Films. Das Highlight des Films ist für mich mehr so ähm, die Kameraarbeit. Also man hat wirklich, weil der Sp Film spielt in den 1971er Jahren, man hat da auch wirklich so diesen, diesen 1971er Look reingeholt. Also ein bisschen ähm, dieses Krizzeln in dem Bild und... Ähm, Anstatt mit einer Drohne mehr mit einem Kameraarm gearbeitet. Aber was auch teilweise richtig krass gemacht wurde, man hat da wirklich Szenen, wo man auf einen bestimmten Teil des Bildes ähm, fokussiert, wo man sich erst noch denkt, ja, okay. Aber nach einer Zeit, weil diese Fokussierung so lange dauert, wirken die Bilder teilweise dann doch schon wieder unheimlich und beklemmend. Was man da wirklich richtig gut herausgearbeitet hat, für die Kameraarbeit war übrigens Aaron Morton ähm, zu, äh, zuständig gewesen. Und also was da abgeliefert wurde an Kameraarbeit, also ist richtig gut. Man hat auch wirklich so, also wirklich so ein bisschen oldschool gearbeitet, was so diese Schwenks und das alles angeht. Da hat man wirklich ähm, sehr viele interessante ähm, ja, Ideen eingebracht und umgesetzt was wirklich diesem Film auch wirklich sehr sehr gut tut. Aber was man auch ähm, hervorheben muss, das sind diese ganzen, ähm, die ganzen Klosterbauten, diese diese Gewölbe und sowas alles. Ich weiß nicht, wo die das in Italien gedreht haben, aber das passt auf jeden Fall hundertprozentig. Da haben die wirklich echt gut gearbeitet. Also was aber so ein bisschen ja mein Kritikpunkt an dem Film ist, das ist der ähm, ja, Priester, der äh, Priester Lawrence, gespielt von Bill Knightley. Den kennt man zum Beispiel aus, ähm, auch, aus Fluch der Karibik zum Beispiel oder aus The Beautiful Game. Der ist so ein bisschen, der hat irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Man hat das Gefühl, der hat zwei Abläufe für diesen Film ähm, trainiert und mehr nicht. Also, der wirkt so ein bisschen in sich gefangen. Der bricht irgendwie aus seiner seinen Rolle irgendwie gar nicht so raus oder so. Der ist, der ist da, aber man hätte ihn vielleicht mit jemand anderen vielleicht besser besetzen können. Weiß ich, irgendwie passt diese Rolle nicht zu ihm oder er hat mit dieser Rolle irgendwie ein Problem gehabt. Ich habe keine Ahnung, aber der fühlt sich für mich nicht so ähm, richtig an in diesem Film. Ja, und auch ähm, Sonja. Oraga, die spielt die Schwester Silvia, die so ein bisschen so die, ähm, ja, die Lehrerin oder so von ihr darstellen soll. Die kennt man zum Beispiel aus ähm, Bus der Spinnenfrau sogar noch von 1985, lese ich hier gerade. Oder ähm Bakurao. Ich hoffe, ich habe den Titel des, äh, Titel des Films richtig ausgesprochen. Das ist äh, einer der aktuelleren Filme von ihr. Sonst hat sie wirklich... Und als Shotgun Wedding hat sie auch noch mitgespielt, sehe ich gerade. Ansonsten hat sie wirklich mehr so in älteren Filmen mitgespielt. Das ist schon wirklich auch, auch was, was so so ein bisschen so, die, 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 die Horror effekte angeht. Man hat hier wirklich weniger mit Jumpscares gearbeitet. Sondern hat wirklich mehr so dieses auf dieses bedrückende, beklemmende, mysteriöse gesetzt. Und äh, das ist für diesen Film auf jeden Fall auch genau die richtige rangehensweise gewesen. So gibt man diesem Film etwas, was viele Filme auch heutzutage nicht haben, weil viele Filme haben gerade so im Horrorbereich machen Jumpscare, 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 ein bisschen Story, Jumpscare, Jumpscare, um die Leute halt immer wieder zu erschrecken, aber nicht unbedingt ähm, um eine gute Story zu erzählen. Aber das kann man diesem Film nicht vorwerfen. Die Story hier in diesem Film ist wirklich gut erzählt und der Film ist mit ähm, Zwei Stunden, leider an manchen Stellen ein bisschen zu lang, aber er ist nicht unbedingt langweilig dadurch. Also man könnte zwar manche Sachen vielleicht auch wieder ein bisschen straffen, aber es ist immerhin ähm, auch das Regiedebüt von der Regisseurin Akasha Stevenson, die ja sonst mehr so Kurzfilme oder sowas gemacht. Und das ist jetzt ihr erstes Langspieldebüt. Und ähm, dafür, diese Arbeit abzuliefern, Absoluter Respekt. Absoluter Respekt. Also, was die Frau in ihren Haupt-, also in ihren langen Spielfilm-Regiedebüt auf die Beine gestellt hat. Absolut top. Also, da kann man nichts anderes sagen. Und welche Bewertung ich dem Film gebe, sage ich euch nach der Werbung für meinen Shop. Hallo, Freunde der Film- und Gaming-Unterhaltung. Hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es alles von euren Content-Creator: T-Shirts, Hoodies, Tourenbeutel und noch vieles, vieles mehr. Und natürlich die Designs von Arts Expert. Also, holt euch eins von den coolen Logos und holt euch den coolen Stuff nach Hause. Ihr könnt hier könnt ihr frei wählen, Größe, Farbe, alles, was ihr wollt. Also, randa und holt euch den Stuff. Bis demnächst. Ja, da sind wir wieder. Ja, also, das erste Omen. Das ist die, äh, der Prequel zu das Omen von 1976 viele frische Ideen, aber in ähm, alten Gewand sagen es mal so. Man hat zum Beispiel gerade mit der Kamera mit ähm, alten Ideen gearbeitet, die aber ähm, so gut aussehen lassen, dass es wirklich gut auch zu dieser zu dieser äh, zu diesem Film halt passt, obwohl der Film in den 1971 er Jahren spielt. Also das ist eine Leistung, die muss man auch echt mal bringen können. Genauso wie ähm, die Regisseurin, die ihr Spielfilmdebüt jetzt gegeben hat und das alles. Die ganzen ähm, ja, Gewölbe, die man da wohl in Italien aufgesucht hat. Also, man hat hier wirklich an sehr vielen Stellen was richtig gemacht. Außer halt der, ähm, der Pfarrer oder der Pastor oder Priester oder wie auch immer man ihn nennen möchte. Bill, äh, der Pastor Lawrence, gespielt von Bill Knightley. Der fällt hinten ein bisschen, bisschen rüber. Der ist so ein guter Schauspieler zwar, aber in der Rolle hat er einfach ähm, nicht gefunkt einfach. Oder, der, oder die Rolle passte nicht zu ihm und er hat irgendwie die Rolle nicht so richtig, ähm, nicht so richtig drauf gehabt oder, oder hat er keinen Zugang zu der Rolle gefunden. Oder wie auch immer. Aber das ist wirklich für mich so ein bisschen, ja, war jetzt nicht so das Überzeugendste von ihm. Und. Ja, und wie gesagt, den Film fand ich vielleicht einen kleinen Ticken auch zu lang. Aber trotz alledem gehört er zu den besseren Horrorfilmen in letzter Zeit. Und somit gebe ich diesem Film auch vier von fünf Totenköpfen. Weil der Film wirklich an so vielen Stellen interessante Ideen eingebracht hat. An so vielen Stellen auch mutige Ideen eingebracht hat. Abstrakte Ideen eingebracht, würde ich sogar sagen. Also, das. Viele Dinge muss man wirklich erst sehen, um sie zu verstehen. Und viele Dinge merkt, lernt man dann auch erst zu mögen, wenn man sie gesehen hat. Also, gerade diese Kamerasachen, wenn man die erstmal sieht und das wirklich verstanden hat, was dahinter steht, dann weiß man genau, was da für eine Arbeit reingesteckt und was für eine Idee da reingesteckt wurde. Ja, das war meine Befe Filmbewertung zu der Film Das Erste Omen. Wenn euch gefällt, was ich mache, dann schaut doch mal unten in die Videobeschreibung. Und dort gibt es ein paar interessante Links, mit denen ihr mich unterstützen könnt. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst.